Staphysagria. Ich liebe diese Pflanze. Ich muss leider auch ein Foto einblenden, weil die in unserem Garten überhaupt nicht lange überleben. Das ist der Rittersporn. Kennst du hauptsächlich in Blau, wird ganz groß. In unserem Garten wird er leider überhaupt nie was, weil er sehr windempfindlich ist und weil die Schnecken den auch so gerne mögen. Und wenn wir etwas sehr viel haben hier oben, dann ist es Wind. Also ich habe es mehrfach versucht, weil ich den Rittersporn einfach liebe, aber es funktioniert einfach nicht. Von daher müssen wir uns mit einem Foto zufrieden geben. Es ist eine super Heilpflanze bei Narben. Und zwar bei frischen Narben, damit die Narben gar nicht erst problematisch werden, damit sie gut verheilen. Und vor allen Dingen bei künstlichen Narben. Also meine Erfahrung ist, ich mache auch viel Narbenbehandlung in der Praxis, wenn Narben natürlich entstehen. Also ich bin zum Beispiel als Kind mal an einem Stacheldraht hängen geblieben und hatte wirklich eine große Narbe, die aber sehr gut von alleine wieder zugewachsen ist, weil es war einfach eine natürliche Narbe. Aber wenn geschnitten wird, wenn operiert wird, machen diese Narben oft Probleme. Vor allen Dingen in so sensiblen Bereichen wie nach einer Sektion, nach dem Kaiserschnitt. Diese Narben machen ganz oft Probleme. Auch alte Blinddarmnarben machen manchmal noch Probleme. Und wenn du gleich nach der OP, das kann eine Zahnoperation sein oder was Größeres oder was ganz Kleines, ich würde immer hinterher Staphysagria nehmen, damit die Narbe wirklich gut verheilt und kein Problem wird. Aber selbst bei alten Narben kann es sein, dass dir Staphysagria hilft, dass diese Narbe wieder noch heilt, auch im späteren Verlauf, dass sie besser dehnfähig ist, dass sie besser, ja, dass sie einfach flexibel und weich wird. Man denke zum Beispiel auch an Brustoperationen nach Brustkrebs. Das ist ja auch ein sehr, sehr empfindliches Gewebe. Da würde ich immer Staphysagria einsetzen. Da erinnere ich auch noch mal an die OP-Trias, Arnika, Hypericum und Staphysagria ist eine super Kombination. Es geht bei Staphysagria grundsätzlich um zerrissenes Gewebe oder auch um ein zerrissenes Gemüt, um Zerrissenheit. Es hat auch einen starken Bezug zum Auge, also Verletzungen des Auges sind da sehr gut. Und auch Gerstenkörner zum Beispiel. Ein ganz anderes Thema ist die sogenannte Honeymoon-Zystitis, also Blasenbeschwerden nach Geschlechtsverkehr, Blasenreizung oder eine richtige Blasenentzündung nach Sexualität. Da ist auch häufig Staphysagria das richtige Mittel. Und deswegen nennt man das Honeymoon-Zystitis, weil man davon ausgeht, dass Paare im Honeymoon viel Sex haben. Und wenn dann eine Blasenentzündung auftaucht, kann es natürlich auch was anderes sein, aber oft ist es Staphysagria. Auf der seelischen Ebene geht es viel um das Thema Zorn und vor allen Dingen um unterdrückten, nicht gelebten Zorn, auch um Kränkung, um Demütigung und oft eben die Unfähigkeit, sich gegen so eine Demütigung oder Kränkung rechtzeitig zu wehren. Man sagt auch, Staphysagria ist sowas wie eine Ritterrüstung. Also kann ich mich wehren, darf ich mich wehren, traue ich mich zu wehren. Wenn man das nicht kann, kann Staphysagria eine gute Arznei sein, dass man diese Kraft zu sich nimmt und diese gesunde Aggression.